Medienberichte über bescheidene Essensrationen für die Flüchtlinge in der Landeshauptstadt haben Salzburger Schüler aufgerüttelt. Am akademischen Gymnasium haben sie Sachspenden gesammelt und auch selbst gebacken, um den Asylwerbern zu helfen. Heute Nachmittag haben sie dann Kuchen und Getränke vorbeigebracht. Christine Hackenbuchner berichtet. Wir fangen im Zelt 1, 2, 3, 4 an. Um Abwechslung in den tristen Flüchtlingsalltag zu bringen, haben heute 2 Dutzend Schüler aus dem akademischen Gymnasium 600 Getränke und selbstgebackenen Kuchen in die Zeltstadt gebracht. Auch Berichte über eine Abendration von 2 Semmeln mit etwas Käse haben die Schüler wachgerüttelt. Ich meine, wir können nicht viel machen, aber es ist einfach eine nette Geste, haben wir uns gedacht. Und darum waren wir einfach von Anfang an überzeugt, dass wir da einfach was machen wollen und denen eine Freude bereiten wollen, so gut wie es einfach geht. Alleine man sieht, wie viele mitgemacht haben, dass da viele wirklich helfen wollen. Und also wie der Alex schon gesagt hat, wir können nicht viel machen, aber ich glaube, alle Schüler wollten so weit helfen, wie sie können. Die Oberstufenschüler haben auch Spiele und Bücher gesammelt. Die sollen den Asylwerbern die Zeit vertreiben und beim Deutschlernen helfen. Schon in der kommenden Woche wollen die Jugendlichen wiederkommen.